Ich stehe aber auch hier für alle Mitmenschen. Sowohl die, die hier sind, aber natürlich die auch nicht hier sind. Dass wir letztendlich weiter hier friedlich und gut zusammenleben können. Und all was hier abgeht momentan, das ist politischer und wirtschaftlicher Selbstmord. Ja. Das ist für mich so unfassbar, wenn ich das sehe, weil das letztendlich Krieg gegen den Mittelstand ist. Und die Vernichtung des Mittelstandes ist letztendlich das Ziel dieser ganzen Agenda, so wie in anderen Ländern auch. Was mir sehr Gedanken macht, ist die Unternehmer. Viele Unternehmer haben keine Lust mehr, viele Unternehmer hören auf, viele Unternehmer verlassen das Land. Das ist keine gute Entwicklung, denn das sind die wenigen 15 bis 20 Millionen, die den ganzen Laden hier überhaupt noch bezahlen und am Laufen halten lassen. Der Rest lebt davon. Und wenn diese Schicht wegfällt, ist die Frage, wie soll das alles noch bezahlt werden? Das geht nicht. Wir sind ja wie auf einer Titanic. Wir sind schon gegen den Felsen gefahren. Das Wasser läuft schon rein. Aber die Kapelle spielt noch kräftig, die Leute sitzen da, prosten, singen, freuen sich. Die, die rumrennen und sagen, das ist ein Problem, die werden ausgelacht und belächelt. Und wir sind mitten wie auf der Titanic oder letztendlich wie ein Flugzeug. Das geht mit Karacho, fliegt es Richtung Boden. Der Pilot hat schon längst das Cockpit verlassen, aber hier hinten wird noch fröhlich gegessen, gesungen und getanzt. Ja, was mich schockiert, ist diese Dissonanz, diese kognitive Dissonanz in diesem Land, diese Vogelstrauß-Politik, dass die Leute meinen, wenn ich nur tief genug meinen Kopf reinstecke in die Erde, dann trifft mich das schon nicht. Das ist ein Irrglaube. Es wird jeden treffen, manche mehr, manche weniger. Die vorbereitet sind, vielleicht etwas weniger. Die nicht vorbereitet sind, die werden einen kräftigen Aufprall erleben und werden gar nicht wissen, wo sie wieder wach werden. Ja, und das macht mich letztendlich irgendwo fassungslos, dass das den meisten Menschen egal ist oder dass sie nicht endlich anfangen zu sagen, nein, das ist eine Fehlentwicklung, das wollen wir nicht. Wer weiß denn zum Beispiel, was am Mittwoch, den 28.09. los war? Wer sagt dieses Datum was? 28.09. Mittwoch. Hat das jemand mitbekommen? Am 28.09., mittwochs war das, hatten wir einen neuerlichen Lehman-Moment. Das heißt, das Finanzsystem war kurz vorm Kippen. Großbritannien war der Auslöser letztendlich. Die Regierung hat dort ja auch große Steuersenkungsprogramme beschlossen und so weiter und so fort. Der Markt, dieser anonyme Markt, wer auch immer das ist, aber das ist ja immer so, ich mache einen Begriff, keiner weiß, wer es ist und es ist ein Schuldiger, der Markt. Der Markt hat das Geld abgezogen, letztendlich ist es ja auch gewollt, die Amerikaner heben die Zinsen an, werden den Dollar noch versuchen rüber zu retten und fahren letztendlich jetzt das britische Pfund und das Euro an die Wand. Naja, der Markt hat den Großbritannien die Gelder entzogen, das heißt, das britische Pfund ist gefallen. Pensionsfonds, das ist die Altersvorsorge der letztendlich Angelsachsen, waren daraufhin gezwungen, wegen den Regulatorien, die halten ja vor allem Staatsanleihen, die waren gezwungen, Staatsanleihen zu verkaufen. Der Markt hat irgendwann keine Staatsanleihen mehr gekauft. Was ist passiert? Die Zentralbank hat wieder eingegriffen und hat halt die Staatsanleihen wieder auf ihre Bücher genommen. Das findet ja alles nur auf dem Papier statt. Das ist ja alles nur ja, Papierkram. Aber wenn das passiert wäre und sie hätten die Staatsanleihen nicht verkaufen können, es waren drei Pensionsfonds mit der ganzen oder mit einer Großteil der Altersvorsorge der Briten, dann wären die umgekippt. Und wenn die umgekippt wären, wäre das Dominospiel losgegangen und dann wäre es wie damals bei Lehman gewesen, das gesamte Finanzsystem wäre zusammengekippt. Also am Mittwoch, den 28.09. waren wir schon kurz davor, da haben sie es irgendwie noch, zumindest in den Büchern gerettet, aber der Punkt wird kommen, wenn nicht am 28.09., dann wann anders. Ja, die Credit Suisse, eine relativ große Bank, wackelt erheblich, weil sie mit Derivaten sich verspekuliert, genau wie die Deutsche Bank, genau wie alle Banken eigentlich. Und das wird nicht gut enden. Ich beschäftige mich schon länger, letztendlich seit 2008, seit diesem Lehman-Moment, was mich sehr wachgerüttelt hat, war dann, da stand dann die Kanzlerin und der Herr Steinbrück vor den Leuten und haben versprochen, das war aber nur ein Versprechen, da gibt es kein Gesetz und gar nichts, die haben damals versprochen, dass die Sparanlagen sicher sind. Das hat mich sehr wach gemacht, weil das können sie ja gar nicht. Und das heißt, seitdem ist das Finanzsystem eigentlich zusammengebrochen. Was wurde gemacht? Der Patient liegt schwer im Koma. Da haben wir jetzt erstmal die Zinsen gesenkt die ganze Zeit, bis heute.
Zinssenkung geht nicht mehr, die sind bei Null, jetzt fangen sie schon wieder an, die Zinsen zu heben, schaffen dadurch natürlich neue Probleme. Aber was machen sie? Gelddrucken, ich nenne es mal Gelddrucken, mittlerweile wird es ja nur auf dem Bildschirm dargestellt, Zahl hier, Zahl da, alles ist gut, passiert ja nichts, also geschaffen wird nichts, aber es sieht schön aus auf dem Bildschirm. Also wird Geld gedruckt und wenn ich mehr Geld drucke, wird es nicht mehr wert. Da sind wir jetzt mittendrin, wobei was wir jetzt haben, ist eine künstliche Teuerung. Was demnächst kommt, ist die wahre Inflation. Die kommt ja erst noch. Wir sind ja noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Wir hatten übrigens seit 2008 auch eine erhebliche Inflation schon, und zwar in den Vermögenswerten. Man betrachtet sich nur die Immobilienpreise, man betrachtet sich die Aktienmärkte. Das ist ja alles überhaupt nicht mehr gekoppelt an die reale Wirtschaft. Das sind ja Blasen, die sich da schon gebildet haben. Jetzt schlägt sich natürlich die Inflation durch, und zwar nach unten in die Verbraucherkosten. Und das merkt ja auch jeder wahrscheinlich. Die offizielle Inflation beträgt 10%. Ich glaube, wir sind uns einig, das ist nicht die tatsächliche Inflation. Wenn der Strompreis um 100% hochgeht, der Gaspreis um 400% hochgeht, die Spritpreise um 100% hochgehen, die Erzeugerpreise schon bei 45% sind an der Inflation. So gesehen, ich schätze die wahre Inflation, die letztes Jahr offiziell, glaube ich, 2-3% war, die war eigentlich tatsächlich 11%. Und seit Herbst haben wir eine Riesenteuerung, künstlich geschaffen natürlich auch, durch die Verringerung der Gasmengen. Da ist meiner Meinung nach hat der Herr Habeck da nicht recht, dass das an Putin liegt, sondern die BRD hat ja gesagt, wir nehmen kein Gas mehr. Und hat dadurch künstlich natürlich das verteuert. Ja. Weil der Markt funktioniert per se schon, nur die Politik greift ein. Und ja. Aber so gesehen muss man gucken, ist es Absicht oder ist es nicht Absicht. Die EZB-Politik ist eine einzige Katastrophe. Die Zinsen müssten, sind bei 1,25, die müssten bei 7% sein, wenn ich wirklich die Inflation bekämpfen will. Das werden sie aber nicht machen. Die haben ja auch lange Zeit geleugnet, dass es eine Inflation gibt. Dann war sie nur vorübergehend, dann war sie ein bisschen höher als 2%. Jetzt ist sie offiziell schon bei 10%. Ich weiß gar nicht, ob den Leuten das bewusst ist, was 10% Inflation heißt. Wir werden jeden Tag massiv enteignet. Und das ist wahrscheinlich gewollt. Ja, was habe ich 2008 gelernt? Dass der Spruch meiner Großeltern zum Beispiel, dass Geld die Welt regiert, wahr ist. Das ist nicht nur ein Spruch, das ist so. Und ich habe mich dann irgendwann auch gefragt, man redet ja immer nur davon, dass alle Schulden haben. Aber wo ein Schuldner ist, ist in der Regel ja auch ein Gläubiger. Die Frage ist, warum höre ich über die Gläubiger nichts? Ich höre nur über Schuldner. Aber ein Schuldner hat immer einen Gläubiger. Und so gesehen würde ich jedem raten, sich mal mit dem Geldsystem zu beschäftigen, weil da liegt letztendlich der Hase begraben. Ja. Henry Ford hat ja damals in den 1920ern schon gesagt, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen. Ja, und da würde ich jedem, der es noch nicht gemacht hat, empfehlen, mal sich den Goldschmied Fabian anzuschauen. Das ist sehr illustre und einfach erklärt, wie das Geldsystem eigentlich funktioniert. Und das ist das Problem des Übens. Das ist die Ursache des Problems meines Erachtens. Ja. Dieses Fiat-Bankensystem-Geld scheitert immer nach 70 bis 100 Jahren. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt angelangt. Es war klar, dass er kommt, beziehungsweise seit 2008 sind wir mittendrin. Wir sind nicht raus, wir waren nie raus aus der Krise. Wir sind mittendrin, nur sie verschärft sich, weil letztendlich das ganze System auf Schulden basiert. Und Schulden über Schulden über Schulden über Schulden über Schulden wird halt so nicht funktionieren. Ja. Das ist denklogisch und deswegen wird der Crash auch kommen. Ich lese dann mit Erschrecken, dass dann Umfragen gemacht werden und die sagen doch tatsächlich, ein Viertel des Mittelstands, der mittelständischen Unternehmer fällt weg. Ein Viertel. Ein Viertel. Das sind 25%. Das sind 1,4 Millionen Betriebe von ungefähr 3,5 Millionen Betriebe. Das heißt, die reden mal ganz locker davon, dass 5 bis 10 Millionen Arbeitslose demnächst auf der Straße stehen. Über Lösungen höre ich nichts und Aufschrei höre ich auch nicht. Und das schockiert mich. Das muss ich wirklich sagen. Ich versuche da täglich zu kämpfen, dass wir es irgendwie schaffen. Aber das ist ja ein Kaskadeneffekt, wenn das mal anfängt, diese wirtschaftliche Entwicklung nach unten. Selbst unser Kinderbuchautor hat ja jetzt gesagt, nächstes Jahr gibt es eine Rezession. Also soweit sind sie schon, dass sie es zugeben müssen. Die Zahlen, die sie sagen, sind natürlich noch relativ niedrig. Aber ja, wir werden es merken. Und sie werden wieder sagen, wir haben es euch doch gesagt. Ja, diese Betriebe, jetzt schon, ein Viertel der Betriebe denkt drüber nach oder macht es schon, Produktion einzustellen in Deutschland, Produktion zu verlagern außerhalb von Deutschland oder zumindest Produktion zu drosseln. Das heißt, wir sind mitten auf dem Weg nach unten. Und die Pleitewelle, die ist schon da.
Ja, die ist schon da. Es gibt, habe ich jetzt gerade mal gesehen, es gibt so eine Seite pleiteticker.de. Da habe ich, stand gestern, mir das mal angeschaut. Gestern, also vorgestern letztendlich, 45 Betriebe Insolvenz angemeldet, in der Woche 111 und im ganzen Monat seit 1. Oktober 316 Betriebe. Und das ist erst der Anfang. Und diese Abwärtsspirale, wenn dann mein Lieferant ausfällt oder wenn ich meine Rechnung nicht bezahlt bekomme, das nimmt ja dann Form an, wie beim Dominospiel, und dann fällt ein Stein nach dem anderen. Die Frage ist dann, haben wir das Personal, um das zu bewältigen? Das sehe ich kritisch. Ein Kinderbuchautor, der noch nicht mehr weiß, was eine Insolvenz ist, ich weiß nicht, ob der das hinkriegt als Wirtschaftsminister. Ein Mensch, der erhebliche Erinnerungslücken hat und in dem Cum-Cum-Ex-Skandal verwickelt ist, mehrere hundert Milliarden Steuerschäden, der im Warburg-Skandal verstrickt ist, der im Wirecard-Skandal verstrickt ist, weiß ich nicht, ob der das so lösen kann in unserem Sinne. Dazu haben wir ja schon vorhin schon gehört, so ungelernte Kräfte nach dem Motto Schulsaal, Hörsaal, Plenarsaal. Weiß ich nicht, ob die den Überblick und die Fähigkeit haben, diese großen Probleme zu lösen. Und die Frage ist ja nur, ist es Absicht oder ist es tatsächlich nur Unfähigkeit? Ja, dazu kommt, dass wir eine erhebliche Migrationswelle momentan wieder hier in Richtung dieses Landes haben. Und das ist natürlich absoluter sozialer Sprengstoff. Da sollten wir uns was überlegen. Der Crash ist unausweichlich, der wird kommen. Der wird auch heftig werden, die Frage ist nur, wie heftig. Und die Regierung versucht wieder süßes Gift zu präsentieren. Und hat natürlich dann wieder Lösungen für uns bereit. Das erste haben Sie ja schon erzählt, das ist das Bürgergeld, dieses Grundeinkommen, was jeder bekommen soll. Die Frage ist, wer soll das eigentlich bezahlen? Gut, da wird halt noch mehr Geld gedruckt, da wird das Geld noch weniger wert, aber macht ja nichts. Da habe ich zwar Bürgergeld, das ist aber nichts wert, genau wie die Rente oder hier für die sogenannten Beamten die Pensionen. Ja, die kann ja keiner mehr zahlen. Ja, wenn von 15 Millionen Viertel nochmal wegfällt oder von 20 Millionen, wer soll das zahlen? Ja, dazu kommen, wie gesagt, noch letztendlich Leute von außen, die auch letztendlich noch durchgefüttert werden. Und die Frage ist, wo soll das Geld herkommen? Ich habe bis jetzt gelernt, dass man irgendwas machen muss und erwirtschaften muss, damit es läuft. Aber mittlerweile kommt es aus dem Nichts. Ist ja auch so, es kommt aus dem Nichts, nur dadurch schaffe ich ja keine Werte, sondern nur Probleme. Ziel der Amerikaner ist letztendlich, wie ich schon gesagt habe, den Dollar durchzubringen. Das heißt, sie werden den Euro und das britische Pfund wohl auch an die Wand fahren. Das ist das, was hier läuft. Wir sind mitten in einem Wirtschaftskrieg und die Regierung plant halt letztendlich, ja wie gesagt, dieses Bürgergeld, was so toll ist, und dann letztendlich das Digitalgeld, das ist dann die nächste Falle. Und dann werden sie uns wieder in die nächsten Fallen reinlaufen lassen und dann schnappt die Falle zu. Und wir sind mitten im Kommunismus. Und der Kommunismus hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, und das ist ja auch Ziel, und das merkt man auch jetzt schon, den Lebensstandard zu reduzieren, die Freiheit einzuschränken und letztendlich zu enteignen. Das war schon immer so und es wird auch so bleiben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was machen wir mit den Millionen, die demnächst zahlungsunfähig sind, die pleite sind, die arbeitslos sind. Und wir sollten mal in die deutsche Geschichte reinschauen und vielleicht bestimmte Fehler nicht wiederholen. Weil, wenn ich mal 100 Jahre zurückschaue, war es ja ähnlich. Deutschland war am Boden, es wurde nur noch Geld gedruckt und die weitere Geschichte ist den meisten ja bekannt. Das sollte uns eine Warnung sein und da sollten wir letztendlich gewappnet sein und auch gewappnet sein für das, was sie wahrscheinlich jetzt demnächst planen oder was letztendlich kurz vor der Tür steht, Sprichwort Blackout, Energielockdown. Ja, da kann man so eine Bank auch mal, also da kann man mal, wenn nichts mehr funktioniert, sind die Bankkonten auch weg. Ja, ich werde nachher nochmal was dazu sagen, zu dem Thema, ja, Enteignungsgesetze, die es alles schon gibt. Letztendlich, wir sind, das müssen wir verstehen, wir sind mitten in einem Krieg. Das ist Krieg. Das ist kein Krieg mit Panzern, das ist eine hybride Kriegsführung und das ist ein Wirtschaftskrieg. Wir sind mitten im Krieg und wir sind auserkoren, die Opfer zu sein. Und dem können wir uns hingeben oder wir können sagen, nein, wir fangen an zu wehren, weil wir wollen nicht verheizt werden. Wir sind im Krieg. Und Warren Buffett, einer der größten und reichsten Investoren dieser Welt, der hat schon vor langer Zeit gesagt, wir sind in einem Krieg, arm gegen reich, und reich wird gewinnen. Also, ich meine, Sie sagen es auch, so ist es nicht.
Aber alle Krisen haben ja auch Chancen und die sollten wir jetzt nutzen. Weil wir können jetzt dankbar sein, dass dieses ungerechte System sich demnächst von selbst erledigt. Weil die Frage ist, dass wir halt diese Chance nutzen müssen und die Welt in eine richtige Richtung schieben müssen. Und die Politiker werden es nicht tun, so gesehen müssen wir es machen. Wir müssen es machen, der Mittelstand muss das machen, der hier letztendlich Verantwortung übernehmen will und Verantwortung auch immer übernommen hat. Der muss gucken, dass er diese Chance nutzt. Ich rate jedem, sich etwas vorzubereiten auf das, was jetzt so kommt. Ja, weil der Crash wird echt heftig und dann wird alles zusammenbrechen und dann ist es besser, wenn man ein bisschen vorbereitet ist. Ja. Wir müssen lernen, wieder zusammenzustehen, ja, und nicht wieder spalten zu lassen, weil das ist das alte, sag mal, im alten Rom war das schon das gleiche Prinzip, Spalte und Herrsche. Das machen sie ja bis heute und es klappt. Insbesondere habe ich das Gefühl, in Deutschland klappt das. In anderen Kulturen klappt das nicht ganz so gut, da ist es auch schwieriger. Ne? Ja, wir sollten anfangen, neue Konzepte zu entwickeln, neue Projekte zu starten und eine neue Gesellschaft aufzubauen, die gerechter ist und letztendlich eine Zukunft bietet für alle. Ja, souverän, regional, ökologisch, und damit meine ich nicht CO2, sondern tatsächlich einen Umweltschutz, und sozial gerecht und nachhaltig. Das ist das, wie wir die Welt wieder aufbauen müssen, von unten nach oben. Und letztendlich muss man die Lebensmittel vor Ort kaufen und nicht irgendwie aus China importieren und so weiter und so fort. Also ich sehe da auch eine große Chance, wir müssen es anpacken und das müssen die anpacken, denen es letztendlich irgendwie wichtig ist. Das sind erstmal nur wenige, aber es werden mehr. Und letztendlich muss der Gemeinnutz vor dem Eigennutz stehen. Das ist das, was ja dieser Gesellschaft völlig abhanden gekommen ist. Da geht es ja nur noch um Ich und Ellbogen raus und ja, Egoismus. Und wir müssen sehen, dass wir dieses Geldsystem beseitigen. Wir dürfen uns nicht wieder in die nächste Falle reinlaufen, dass wir wieder so ein Fiat-Geldsystem uns aufdrücken lassen, weil dann werden wir nicht aus der Falle rauskommen. Das heißt, das Geldsystem muss wieder dem dienen, was es ist, letztendlich als ganz normales Zahlungsmittel für die Menschen und nicht gegen die Menschen. Ja. Und das war der erste Teil, den ich zu sagen habe, und im zweiten Teil werde ich da ein bisschen drauf anschließen. Vielen Dank.